dazu. Ich störe nur ungern deinen Rhythmus, Kerl. Aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Hier ist der Chef. Auf Mann 10A wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Ich bin gleich hinter dir. Nur keine Sorge. Ich glaube nicht, dass dieses Werkzeug hier oben überstehen wird. Ach, das sagst du jedes Mal. Nach dir, Junge! Sieh dir das an. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig keinen Lukahalb gesehen. Ja. Ewig. Das Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Rumsitzen und deinen Lohn kassieren. Aber da oben ist es voll gefährlich. Natürlich ist die Arbeit gefährlich. Das ist mal klar. Was ist, wenn ich abstürze? Ich habe eine Familie zu ernähren. Alles okay? Ja, ich bin okay. Bis dann bei den Klammern. Verlasse sofort diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Aber kein zugelassener Müll.
Ich merke Kurs daran. Ganz ruhig. Los. Bin gleich wieder weg. Hier kommen es. Chupalito Taka, Edito. Werden wir vor dem Zeitplan fertig. Ich kann die Credits förmlich riechen. Das wird heute eine wilde Nacht. Bringen wir den Job zu Ende. Leiste mich, Kerl. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht selber um. Das ist der Plan. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Lasst euch nicht stören, Jungs. Ihr müsst diesmal nicht rauskommen und Hallo sagen. Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut. Bin in Kürze dort. Oh. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hier. Na bitte sehr. Hey, wir sollten los. Ja, und ab geht's. Den unteren Hebel für den manuellen Override. Alles klar, du bist dran. Moment! Okay, Klammer gesichert. Wow, alles okay? Bin noch da. Ah, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Fertig. Moment, ich mach das. Komm, sieh dir das an. Das ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schwarzsammler-Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende.
Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag. Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, und damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Ist dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Jetzt, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's ein Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Alles okay bei dir? Ja. So? Ja. Kerl, wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also, ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier wirst du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Ascher da? Ja. Du wirst mich eine Weile nicht sehen, Prof. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Thank you.
Frau? Jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir halten an, Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur Ängstliches zu sagen. Für das Imperium sind doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Ja! Versuche die Störung. Das tut weh! Keine Bewegung! Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier,
Hey, du musst das nicht melden. Schweig! Hier ist TK-8190. Was? Hast du Jedi gesagt? Verstanden, ich hab den Verräter. Du solltest nicht hier sein! Ja. Hast du das über den Funk gehört? Ein Jedi? Sei wachsam! Der kommt nicht vorbei. Der Verräter! Feuer! Könnt ihr ihn treffen? Ich musste schießen! Ja. Holt ihn euch! Kontakt bestätigt! Erschießt ihn! Ich schaffe das nicht allein! Hab ein zweites Deck! Waffentür ist versiegelt! Nur ein Ausweg. Bewegung bleiben. Ich habe mich stattdessen ausgeruht. So bereite ich mich vor. So bereitest du dich auf den Tod vor. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist, Sturmtruppler. Jedi, mit Bedacht angreifen! Ist da jemand? Ganz egal wer! Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit.
hab ihn erwischt. Du kannst uns nicht überwältigen. Der Jedi ist geschwächt. Ich habe Probleme im Kampf. Mach jetzt keinen Fehler. Halt den Zug auf. Oh nein! Hochdeckung! Zwischen den Salven nach vorn. Jetzt! Seid ihr? Später! Immer weiter! Wir holen dich, sobald es geht! Thank you.
Was jetzt? Der Zug hält? Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Das wird dein letzter Schlag. Ich vernichte dich. Und setz dich hin. Danke für die Hilfe. Wer seid ihr überhaupt? Ich heiße Seer Janda. Und das ist mein Captain, Greased Dritus. Ist mir ein Vergnügen. Ja, die Mantis ist mein Schiff, aber zuhören solltest du dieser Lady hier. Also, wer bist du? Cal. Kestis. Wer war das gerade? Eine imperiale Inquisitorin. Sie ist eine Machtnutzerin, die Jedi jagt. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Braca wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zurzeit für einen Jedi? Das nennst du Dankbarkeit? Ich verstehe schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben.
Nämlich? Den Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Bogan. Ei, ei. Und bis dahin kannst du dich ausruhen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Du musst dein Leben in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Vorsicht, Karl! Du hast im Schlaf gesprochen. Spinner.